Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem neuen Gefecht eines altbekannten Schiffes, eines alten Schiffes. Hier seht ihr die Incomparable, ne? Die unvergleichliche, der britische Schlachtkreuzer hat Absurdum geführt, hier auf Stufe 10 mit seinen 510 mm Geschützen, er ist ein absolutes Monster. Schaut euch an, ne? Das Schiff ist quasi so breit wie die Geschütze frontal. Links und rechts noch ein bisschen Weg, um dran vorbei zu schleichen. Gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben. Ihr seht da mindestens 5-6 Meter auf den Seiten noch. Die Türme sind absolut extrem groß. Also da möchte ich nicht davor stehen, wenn die abgefeuert werden. Generell möchte ich mich nicht auf diesem Schiff befinden, wenn die abgefeuert werden. Schau mal, wenn das passiert in einer Breitseite, dann flippt das Schiff und es hat schwere Verformungen am Rumpf. Aber gut, in World of Warships ist ja einiges möglich. Zu unser aller Vergnügen, würde ich jetzt mal sagen. Oh. Hier wird, was ist denn das? Eine Hindenburg. Hat drangenommen, oder? Sieht aus wie eine Hindenburg. Hindenburg, ja, wunderbar. Ein brutales Schiff. Eine riesig lange Wurst. Eingesendet wurde diese Wurst von Vendetta HQ in einem Stufe 10 bis Stufe 8 Gefecht. Auch eine Bayard ist mit dabei. Sehr gutes Schiff übrigens. Nutzt die Gelegenheit für den Eintausch, wenn ihr könnt. Beim 8. Jahre Jubiläum von World of Warships gibt es ein Event. Leider der Abwurf ist nicht so weit. Ist klassische 11 Kilometer, wenn es mich nicht täuscht. Das ist gut. Es gibt auch Schiffe mit 10 Kilometer Abwurf. Dementsprechend sollte man da zufrieden sein. Was kann dieses Schiff? Und was kann es nicht? Es ist recht schnell, mit 33 Knoten. Es hat extreme Geschütze mit 508 mm, nicht 510. Die Briten haben halt immer eine Extrawurst. Kommt wahrscheinlich vom Umrechnen von Inch etc. auf Zentimeter, auf Millimeter, wie man es nimmt. 50.8 oder 508 mm. Das bedeutet, wir haben einen extremen Alpha und ihr seht schon, auch Overpens machen hier guten Schaden. 1950 und hier noch mit einer Penden. 19.500 ist die Zitadelle bei Ape, aber auch die High-Granate mit 7.400 ist gar nicht schlecht. Unterwältigend ist aber der High-Brandwahrscheinlichkeitswert von 55%. Da sind andere Schiffe bei kleinerem Kaliber auch dabei. Aber wir wollen eh so viel wie möglich AP schießen und gewaltige Salven entfachen hier. 29.000 Salven entfachen. Oh mein Gott, Brände entfachen und Salven schießen. Auf den Krebel ein bisschen aufzupassen. Der schießt nämlich hier auf uns. Gut, dass er hier kein großartiges Ziel gefunden hat. Ah, ist brutal hier. Hm? Der Sound ist schon brutal. Fluport hat es versucht und ist zum Glück gescheitert, denn wir haben auch nicht sehr viel an Panzerung. Mit 70.000 Trefferpunkte sind wir auch auf Stufe 10 nicht das Schiff, das am meisten davon hat. Und die Kombination zwischen Trefferpunkten und schlechter Panzerung ist immer fatal. Zusätzlich haben wir ganz normale Branddauer, die 60 Sekunden Feuer, 40 Sekunden Flutung. Und dementsprechend ist sie ja Blisk geskillt. Das heißt, immer wenn wir zu sind, dann haben wir eine plus 10% höhere Schiffsgeschwindigkeit. Dann kommen wir auf 36,6. Zum Umpositionieren oder zum schnellen Entfernen sollte das notwendig sein. Zusätzlich auch noch einmal, oh, das könnte man auch zeigen, ein Speedboost plus 8. Wir haben eine Hydro plus 3, also 3 Kilometer. Und einen spezialisierten Reparatur-Team plus 1764. Das ist super. Das ist ein Superheal mit 2%. Also man kann mit dem Schiff sehr gut arbeiten, wenn man darauf achtet, dass man nicht fokussiert ist. Also, ich meine, dass man nicht fokussiert wird. So, das ist richtig. Ja, fokussiert sollte man immer sein. Kriegen wir die Smolensk noch? Wahrscheinlich nicht. Ah ja, weit, weit ab von Schuss. Immerhin schon 52.000. Schaden noch nicht viel genommen. Denn der ein bisschen weiter hinten, wie gesagt, ist schwierig hier. Schliefen führt unseren Angriff hier an. Wir sind in der Unterzahl.
Da ist leider schon ein bisschen zu viel gestorben. Das Material, das Schlachtschiff hier hätten wir gebraucht, die Preußen. Nun denn. Schaut, eine Pen. 33%. Alter Verwalter. Auf 33% von 19.500 sind nicht über 7.000. Da wurde wahrscheinlich noch ein bisschen was an AP-Granaten geskillt. Plus 5%. Nochmal 800. Dann kommen wir auf 20.300. Müssen wir schauen. Nein, das sind mehrere. Plus 7,5% müssen es sein. Dann könnten wir nochmal hinkommen, ja. Dann könnten wir hinkommen. Aber wir werden das vielleicht am Ende sehen, wenn uns Vendetta den Kapitän eingesendet hat. Das ist immer praktikabel. Und ihr seht schon, Colbert kommt von der anderen Seite. Brände, die andauernd da sind, sind ein Problem für uns. Es ist ein... Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich war gerade ein bisschen perplex. Warum wir hier auf einmal 73.500 Trefferpunkte haben. 70.000 ist nämlich der Standard. Übrigens, wir haben sehr gutes Concealment von 13,1 Kilometer Stock. Bedeutet, wir kommen hier auf sehr gute 10,6 Kilometer runter. Also können wir uns anschleichen, eine wunderbare Breitseite abgeben, den Speedboost zünden, wieder zugehen und dann an einer anderen Stelle wieder auftauchen. Und hier seht ihr auch noch die... ja, Random-Torpedos, die wir abfeuern können mit einer Geschwindigkeit von 62 Knoten und einem Schaden von 16.000, 16,7 oder so. Vier Overpens machen auch, ne? 8k Schaden. Das ist einfach brutal. Und somit wird die U geschützt von 508 mm Kaliber unseres Schlachtkreuzers. Es sieht halt aus wie ein Hotdog, ne? Das Schiff, der unvergleichbare Hotdog. Einfach ewig lang und dafür extrem dünn. Das klingt... jetzt würde man das in einem anderen Zusammenhang hier verwenden. Gut. Das Team und das Gegnerteam schenkt sich nichts. Beide haben schon 4 Schiffe jeweils verloren. Das innerhalb der ersten 7 Minuten. Sollte eigentlich das erste Abtasten sein. Und ihr seht schon, die U hat den Schuss nicht gehört und ist wieder zurückgefahren zur Halland. Molensk ist auch da, die hätte theoretisch ein bisschen hydrakusche Suche, um das U-Boot hier aufzudecken. Ja, jetzt taucht das U-Boot unter der Halland hinweg. Anscheinend hat es nicht geschafft, es raus zu shotgunnen. Das passiert leider viel zu häufig in letzter Zeit, aber das ist möglich. Und die Smolensk in der Mitte wird wahrscheinlich unser nächstes Opfer. Ihr seht schon, wir sind echt schnell, während wir in der Kurve liegen hier. Haben wir in der Kurve, während wir in der mit eingeschlagenen Ruder um die Insel hetzen, haben wir immer noch 30 bis 33 Knoten Geschwindigkeit. Das ist extrem. Aufzupassen, dass wir jetzt, ja, wir sind offen vom Flugzeug und den entdeckt. Schade, sonst hätten wir die Smolensk überraschen können. Da müssen wir aufpassen, dass sie nichts Torpedos parat hat. Aber das kann theoretisch auch das letzte Mal sein, dass wir das Smolensk sehen. Oder auch überhaupt nicht, ne? Oder auch überhaupt nicht. Und jetzt kann es ekelhaft werden. Wir sind so nah genug dran. Das sind 5,5 Kilometer bei vollem Smog bei der Smolensk. Und das könnte jetzt die letzte Salve sein. Komm. Ja. Ich wollte schon sagen. Das wäre es jetzt noch gewesen. Ne? Die hätte jetzt nur schon im Rückwärtsgang sein sollen oder müssen. Und dann wäre alles davor reingebrettert. Das nächste Opfer lässt nicht lange auf sich warten. Overmatch bei der Bourgogne. Ja, wobei, dafür hätten wir weiter nach vorne zielen müssen. Also haben wir nur 20k gemacht, nur. Ich glaube, sie versucht jetzt das Weite zu suchen, ultra breit. Frage ist, brauchen wir die Torpedos hier in diesem Fall? Oder wär's das schon? Ja, ihr seht, das Glück ist, wenn der da nichts holt. Bourgogne ist natürlich gefährlich mit ihren 380ern. Nicht im Sinne von extremen Schaden, wenn man angewinkelt ist, aber sehr guter Reload. Ist natürlich weich auch und zeigt perfekt für uns, dass wir hier
Aber keine 4 Pence bekommen, oder? Das sind 19.000 gewesen. Ja. Wird schwierig, ne, mit diesem Modus hier. Da ist immer ein bisschen schwieriger. Ja gut, die 17 scheint ein stabiler Schaden zu sein hier. 3 Brände ist natürlich bitter. Aber wie gesagt, wir haben den Super Heal. In 45 Sekunden sind wir 40.000 wieder voller. Das Ende und dann trifft nur einer, da ist ganz kurz. Willst du mich verscheißern hier? Komm. Direkt noch einen Brand hier weiter tickern lassen. Aber wir haben ja noch 2000. Ne? Auf der anderen Seite hier, die Kutusov farmt sich wieder fett. Wird so langsam Zeit. 20 Sekunden. Besten zugehen lassen. Anfahren. Schießen. Und genießen. Ja, 10 Sekunden. Dann haben wir wieder 3/4. Ja, es wäre schön, wenn man sowas macht, dass das Ding dann auch tot ist, ne? Nein, schieß die Kugel so raus. Na ja, gut. Die entkommt ja nicht mehr. Wir sind schneller als die Kugel so. Midway wird wahrscheinlich mehr ein Problem sein, aber ja, hält halt auch, ne? Kusov halt, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, die entkommt uns ja nicht mehr. Wir dürfen nur nicht zu viel Torpedoangriff fressen, aber er hat erkannt, dass die Kutusov der größere Schadensfaktor hier ist. Das ist gut. Dann können wir hier in Kürze auch Torpedos hinwerfen. Sehr gut, Kutusov ist auch raus. Mit Speed hier entkommen wir. Und die hinteren Türme haben tatsächlich 2 Treffer gemacht, weil der hintere Turm, das könnte es jetzt schon gewesen sein. Ja. Wunderbar. Das hat der 100% Treffer übrigens, das sind ja nur 3x2. Wie jetzt wäre der hintere Turm genauer, so wirkt das teilweise. Und tschüss. Da, 230.000, ne? Die noch 300, willst du mich verscheißern? Und jetzt müssen wir einmal komplett hier drehen oder auf den Gesamtreload warten. Manchmal übertreibt das Wargaming wirklich. Ja, Anti-Air ist eher nicht vorhanden, ne? Also alleine zu fahren bei einem Flugzeugträger und dann an den Flugzeugträger reinzukommen, da muss man sagen, das ist zu 100% die Schuld des Flugzeugträgers. Da hätte er auch durchaus verhindern können. Und es sieht so aus, wie als wäre. Ist gerade ein bisschen problematisch, ja. Was wäre denn gewesen, wäre Vendetta nicht so gierig auf die Kutusov gewesen und hätte einfach mal für weitere 10 Sekunden nicht geschossen, dann hätte er den Super Heal hier schon wieder ready gehabt. Hat noch 7 Sekunden gedauert und er hätte weiter überlebt. Ja, so ist es manchmal. Oder was wäre, wenn er die Kutusov getroffen hätte, direkt so, dass sie rausgeht. Aber gut, was wäre wenn, dann müsste er jetzt die Jäger jagen. Man hätte wahrscheinlich eh keine Chance. Oder könnte halt A-Cappen für mehr XP am Ende. Das ist auch alles. Extreme 241.000 Teamwertung, würde ich mal tippen. Ja, ganz oben. Knappe 3.000, wie gesagt, liegt natürlich daran, dass viel Schaden auf Schiffe gemacht worden ist mit großem HP-Pool. Remmel, Tirpitz, Orgon, Midway. Ah, Smolensk ist gut, Kutusov auch. Aber es wird halt 10.000 auf die Halland am meisten reingezählt haben in das Gesamtergebnis. Sogar die SEC hat 6.000 Schaden gemacht. Aber natürlich, der Großteil war die Hauptartillerie. Wunderbar. Ach, da ist nichts reingegangen in die AP. Das lag wahrscheinlich entweder an den Rechenfehler vom Wargaming oder von mir. Aber 33% von 19.000 sind nicht 7.100, schieß mich dort, aber das kann natürlich auch am Modus gelegen haben. Das ist die Skillung mit 21 Punkten, ja, kann jeder machen, wie er möchte, ja, kann hier was reinsetzen, oder das hier ist natürlich ein bisschen krass. Brände verringern die Nachladezeit der Hauptartillerie, das ist krasser Shit. Aber kann man theoretisch machen bei den 2% Heals, würde ich aber trotzdem nicht. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ich sage vielen lieben Dank fürs Einsenden, vielen lieben Dank fürs Dabeisein und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao.